So ein Glück. Was? Oh, oh, ja. Okay. Ja, 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 ja. Es geht ja gut. Na, wirklich. Nicht also, nicht, ich hab gewonnen. Gelina, du hast doch beschissen. Liesel, ich versteh dich ganz schlecht. Ach so? Mein Hörgerät spinnt. Ja, genau. Du verstehst auch bloß das, was du verstehen willst. Es bleibt aber unter uns. Ja, da schau her, Lenal. Deine Bagage. Die Kinder, was erleben. Das wird ein Spaß. Gut, dass ihr so schnell gekommen seid. Hat der Doktor euch angerufen? Warum ist was mit der Oma? Geht's ihr nicht gut? So bloß, es geht Demenz zu. Oh, Jesus Maria. Mit der Oma geht's zent und du kommst da so daher. Schau mal, muss man sie. Ja, freilich, weil es jetzt gerade um Äußerlichkeiten geht. Reißt euch zusammen. Warum habt ihr euch her? Ich muss mit euch reden. Geht's dir nicht gut, Oma? Was sagt denn der Doktor? Ist ja so weit, Mama. Aber das wird doch wieder, oder? Jetzt gibt's mal alle Ruhe, damit ich was sagen kann. Ja, Ritter, alles von der Seele. Wir hören dazu, liebe Oma. Wir machen alles für dich. Das sind Bistro-Gutscheine. 5 Tassen Kaffee und 3 Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Stellt euch vor, der Billingermarkt macht zu. Und da verfallen ja meine ganzen Gutscheine. Wir müssen unbedingt dahin. Wann habe ich das letzte Mal gemeinsam eine Nacht durchgemacht, so ganz alleine? Moment mal, Silvester 90. Das war noch bevor du mit der Susi zusammen warst. Ja, aber da kann jetzt die Susi direkt auch nichts dafür, gell? Ja. Es ist schön, wenn man wen hat, mit dem man alt werden kann. Warum kann ich nicht deine Susi sein? Hey. Du bist doch schon mein Rudi. Riragu hält sich gut in Erinnerung. Wie meinst du jetzt das? Ich zieh zum Mooshammerlisl. Und wer kocht und wer stapp? Ihr. Wir? Wir! Wenn ihr die Oma besser behandelt hättet, wär's gar nicht so weit gekommen. Ha, die können was erleben. Dann mach ich einen Führerschein. Führerschein? Jetzt bin's komplett. Obacht! Sag mal, Burschel, jetzt meine, hörst du wirklich einen Fall. Pauli, ich bin der Onkel Rudi. Kenn ich aber nicht. Mir gefällt dir das, du kleiner Perversling. Weißt du, wer heute im Kindergarten war? Und aus Perversien. Aus Perversien? Welche heiße Spur führt dich in unseren Kindergarten? Das hängt in jeder Tankstelle von Papi Garmisch. Wir gehen hier nicht weg, bis sie meinen Schwiegervater suchen lassen. Wo so ein Ohrwaschel ist, ist meistens nur mehr. Wer soll denn das sein? Ich muss einen Stellvertreter benennen. Sie machen das. Ich? Wir können jetzt den Männern zeigen, wo der Hobel hängt. Super. Ja, mei, ich weiß auch nicht. Wenn die Frau karrieremäßig an dem Mann vorbeizieht, dann ist der Eheofen aus. Wir sind für keine Wärmestube, gell? Sag mal, brennt dir der Hut, du Aufgagel, die Mistdampfer? Muss ich mir das sagen lassen? Von so einem grintigen Zwetschgenmantel wird dir da der Maras Loch lassen. So ein Mann ist ein hochsensibler Mechanismus. Du streichelst die ganze Zeit dein Handy. Das ist ein Spiel, ich muss die 5 Minuten am Tag streichen. Wo kommt denn da plötzlich ein Graben her? Leck mich am Arsch! Aber sowas von am Arsch lecken! Sag mal, spitzt du! Auf geht's! Bitte nicht in die Güllegrube! Sag dir einfach, es wäre Fango! Warum fotografiert sie euer Bier? Instagram! One like hab ich schon! Ein Like mich doch einfach am Arsch!